Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Ticket. Ja, wir sind ja... Oh, hier leckt's ganz schön. Ja, wir sind ja eigentlich gerade dabei, hier die Mining Turtle in Gang zu kriegen. Ihr habt mir da auch schon so ein, zwei Kommentare geschrieben, gerade was das angeht. Ja, mit dem Befüllen und so, dass ich halt auch Kohle nehmen kann. Das Problem, was ich jetzt momentan immer noch habe, wir können ja nochmal reingehen in dieses Programm. Ich habe es auch nochmal komplett selbst neu geschrieben, so wie ich dachte, es sollte eigentlich funktionieren. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt rausgehe, so Exit und dann auf Mine gehe, das Programm, dann schreibt er mir hier immer irgendwelche Fehler rein, dass irgendwas wohl zu nah ist und ich habe hier wirklich keine Ahnung. Bis zu einem gewissen Grad scheint es zu funktionieren. Ich werde das jetzt auch tatsächlich in der Aufnahme nochmal machen. Ich werde jetzt einfach nochmal in Edit Mine reingehen und ja, wie gesagt, ich habe hier einiges reingeschrieben und so weiter, aber er macht es allerdings nicht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch noch alles zusammen, weil es ein bisschen länger her ist jetzt schon. Und zwar, wenn ich hier jetzt, das muss ich rausnehmen, das war eigentlich richtig. I ist gleich 1,5. Erstmal zum Ausprobieren, das können wir ja später noch machen. Das ist jetzt einfach nur, wie weit er nach vorne reingehen soll. Und dann ein Du dahin. So, dann soll er abbauen, er soll vorwärts gehen und er soll oben abbauen. Das soll er 5-mal tun. Dann ist er zu Ende. Dann soll er sich 2-mal nach links drehen. Und hier müsste eigentlich auch wieder ein End hin. So, dann hat er sich 2-mal nach links gedreht. Jetzt ist hier für 5-mal soll er wieder... Moment, das muss da natürlich hin. Dann machen wir das hier jetzt nochmal raus. Ich mache es also so weit jetzt erstmal, wie es bei mir eben noch funktioniert hatte. So, forward. Genau, und oben wieder. Falls irgendwas passiert, falls was runterfällt. So, dann soll er nach rechts sich bewegen, dann soll er 3 Schritte nach vorne gehen, dabei natürlich wieder abbauen, sollte er sich einen neuen Gang bauen müssen zu dem nächsten Tunnel. Dann nehmen wir das hier jetzt nochmal raus. Und dann habe ich noch nicht weitergeschrieben. Er sollte erstmal zum nächsten Tunnel überhaupt hingehen. Im Prinzip können wir das, was wir jetzt alles geschrieben haben, oben dann ja auch nochmal übernehmen. Ich habe das jetzt Ganze mal gesaved, ich drücke nochmal auf Mine und es funktioniert schon wieder nicht. In Reihe 12 soll irgendwas nicht richtig sein. Was soll EOF bedeuten? Das ist das halt das Problem, dass ich wirklich keine Ahnung von Programmieren habe. Also Reihe 12 soll was falsch sein. Reihe 12. End. End soll falsch sein. Okay, nehmen wir also End mal raus. Dann drücken wir auf Save. Wir drücken auf Exit. Drücken auf Mine. Und jetzt tut er tatsächlich was. Er dreht sich wieder um, kommt zurück, geht zum nächsten. Ja, das stimmt doch eigentlich alles. Gut, Moment. Dann können wir nochmal reingehen. Edit Mine. So, wenn er das alles gemacht hat, dann soll er Turtle Turn Right. Dann soll er sich nochmal nach rechts drehen. Turtle Dig, Turtle Forward. Wie war das hier? Turtle Turn. Warum steht denn hier schon mal einmal Turn Right? Ach ja, klar, er fährt zurück. Er fährt zurück. Ja, natürlich, natürlich. So, Turtle Turn Right. Wenn er das getan hat, for I ist gleich 1,5 du Turtle Moment, wie war das? Ach, Turtle Punkt, ja genau. Turtle Dick Turtle Punkt Forward Turtle.dig End. Dann Turtle
Punkt Turn Left. Turtle Punkt Turn Left. Jetzt habe ich die Klammern hier oben vergessen. So, müssen wir dann End dazwischen setzen? Da gucke ich oben nochmal schnell. Nein, müssen wir nicht. So, und dann vor I ist gleich 1,5. Du? Turtle.dick. Turtle.forward. Turtle.dick. Ab. End. Turtle.turn left. Moment. Nee, dann jetzt wieder for i ist gleich 1, wie viel muss er dann zurückrennen? 3, oder? Müsste eigentlich 3 sein. Dann müssen wir wieder turtle.dick, turtle.forward, wieder der traurige Smiley, turtle.dick up. End. So, das müsste ja eigentlich funktionieren. Normalerweise müsste er jetzt... Das gibt's doch gar nicht. In 38 soll was falsch sein. 38. Habe ich da jetzt einen Tippfehler oder so? 38. Tja. Das End mag ja nicht, okay. In 38 das Gleichheitszeichen. Edit mine. End. Dann soll er sich zweimal nach links bewegen. Genau, turn left, turn left. Dann wieder genau dasselbe zurück. End. Turtle turn right. Und dann machst du 3 nach vorne. End. Turtle turn right. Dann für 1,5 machst du wieder genau dasselbe. Aber hier muss doch ein End hin. Wir haben es doch oben ganz genauso und da hat es doch funktioniert. Für 1,5. Turtle, turtle, turtle. End. Turn left, turn left. Vor 1,5. Turtle, turtle, turtle. Aha, okay. Haben wir es so rumgemacht? Nee. Dreimal Turtle, End und dann Turn left, turn left. End. Save. Exit. Mine. Ich verstehe es nicht. Der nimmt einfach diesen zweiten Gang nicht. Okay, passt auf. Dann machen wir es jetzt ein bisschen anders. Ich werde mir das alles nochmal angucken, warum das alles nicht funktioniert. Moment, Moment, Moment. Dann nehmen wir das jetzt alles mal wieder raus. Ist zwar ein bisschen doof, weil, naja, ich kann es aber leider nicht ändern. So.
Dann nehmen wir das alles raus, saven das, exit, geben mein ein und das tut er ja. Er geht 5 nach vorne, kommt wieder 5 zurück und stellt sich hier wieder hin. Das ist ja korrekt. So. Und dann machen wir das jetzt einfach so, liebe Freunde. Wir gehen da jetzt mal rein, geben nochmal edit mine ein und versuchen hier jetzt dazwischen nochmal, hier war falsch, hier dazwischen, dieses os.sleep für die 1.5, dass der kurz wartet, wegen dem Gravier, also wegen dem Kies. So, dann versuchen wir mal, ob der das wenigstens macht. 1,5. So. Das schreiben wir hier unten auch nochmal rein. os.sleep, Klammer auf, 1,5, Klammer zu. Und hier auch nochmal os.sleep, Klammer auf, 1,5. So. Vielleicht funktioniert das ja wenigstens. Nein, Moment. Doch, wir haben sie jetzt richtig hingestellt. Oh, ganz schön lange, wie sie wartet. Habe ich 1,5 eingegeben oder 0,5? Edit mine. Oh, ich habe 1,5. Ups. 0. 0. 1,5 ist ein bisschen zu lange. Aber sie scheint es zu tun. Also können wir das auch so drin lassen. So. Jetzt können wir das hier nochmal versuchen. While turtle.detect while turtle detect gleich true. Jetzt muss ich mal ganz kurz im Fenstermodus, es tut mir leid. Kleiner Augenblick, jetzt stört die Aufnahme, ne? Jetzt habt das nur ganz klein. Oh, ich sehe das gerade. Moment, ich bemühe mich, ich bin schnell. Moment. Jetzt fällt mir das hier rein. So war das, okay, alles klar. Moment, ich mache jetzt wieder auf Vollbildmodus. Tut mir leid, dass ihr eben einen Schwarzbildschirm hattet. So, jetzt solltet ihr es wieder sehen. Punkt detect, dann kommt eine Klammer, gleich, true, do. So, das muss hier noch mit rein. Dann turn left und dann machen wir das hier auch nochmal rein. While turtle. Vielleicht funktioniert das ja wenigstens. Detect, Klammer auf, Klammer zu, gleich, true, do. So. Genau. So. Saven. Exit. Mine. Aha. Das mag er also nicht, okay. Was ist, wenn wir hier einen End hinschreiben? Nee. Es ist alles so schwer. End. Oh, sie tut was. Jetzt kann man sie mal austricksen. Okay. Hä? Ja, das soll sie eigentlich ja nicht machen. Ist das schwer.
versuche das jetzt gerade mal so, dass daran liegen könnte. Dass er das sozusagen nochmal als eigenes Programm braucht. So. Und hier unten natürlich auch nochmal. Ist jetzt zwar ein bisschen doof. Tut mir jetzt auch leid, dass ich so wenig rede. Aber umso schneller kriege ich das hier jetzt gerade geschrieben. So, dann versuchen wir so nochmal. Ah. Moment. Wir versuchen sie jetzt noch mal ein bisschen zu tricksen. So, Moment, dann schauen wir nochmal, was ist denn jetzt? Was? Ist doch alles hier. Bitte was? Was soll das denn jetzt heißen? Oh. Okay, das hat sie verstanden. Aber warum kommt sie nicht zurück? Verstehe ich nicht. Ach, Mensch. Aber wir können's. Im Prinzip macht sie ja damit nichts falsch. Und wenn, können wir sie ja auch suchen gehen. Pass auf, liebe Freunde, bevor ich hier jetzt noch 5 Folgen damit mache, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich nehme das hier jetzt alles raus. So. So, dann soll sie einfach nur nach vorne fahren, alles abminen und wieder zurückkommen. Völlig egal. Dann soll sie das halt tun. Sie hat den Sleep Timer drin, dafür, dass wenn Kies runterfällt und so weiter, dafür hat sie jetzt, wie gesagt, den Timer drin. Und dann bauen wir uns einfach mehrere
mehrere von den Dingern. Und wenn sie irgendwo festhaken sollte, dann werden wir sie einfach irgendwo wiederfinden. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich möchte euch jetzt echt nicht damit langweilen, dass wir hier 5000 Folgen damit machen. Ich habe jetzt schon 3 damit gemacht, das tut mir schon wahnsinnig leid. Dann bauen wir einfach 1, 2 Mining Turtle mehr. Egal, dann haben wir halt mehrere laufen. Also, wie gesagt, das ist mir gerade ziemlich egal. Aber so scheint es dann doch zu funktionieren. So. Die Fackel nehme ich wieder runter. Und wenn, lassen wir die Mining Turtle halt ein paar Mal hier durchlaufen. Wir können sie ja immer wieder hinstellen. Und dann haben wir hier irgendwann so eine riesengroße Höhle. Aber Freunde, ganz ehrlich, da jetzt extra noch 3000 Jahre an diesem Programm rumzuschreiben, habe ich wirklich keine Lust. Wenn, können wir jetzt, wie gesagt, noch 1, 2 Mining Turtle mehr bauen. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal etwas, was uns hier das Minen um einiges erleichtert. So, und da wir schon davon reden, werden wir das dann auch gleich machen. Ich sehe nur gerade, die Folge ist leider schon wieder zu Ende. Daher vielen Dank trotzdem, dass ihr dabei geblieben seid und ja, mich beim Verzweifeln, beim Programmieren begleitet habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich komme zum Punkt. Tschüss und bis morgen.